Wissenschaftler bestätigen diese Möglichkeit überraschenderweise. Und ironischerweise könnte die völlige Verdunkelung der Erde mit dem hellsten Licht im Universum beginnen. Gammastrahlen sind Teil des elektromagnetischen Spektrums und sehr hell. Gammastrahlen werden durch elektromagnetische Strahlung erzeugt und entstehen beim Zerfall von radioaktivem Material. Normales Licht ist wie eine Feder auf der Haut, Gammastrahlen wie eine Gewehrsalve. Ein Gammastrahlphoton hat eine Milliarde Mal so viel Energie wie ein sichtbares Lichtphoton. Das macht es so gefährlich. Wirken sie auf Zellen ein, können sie diese Teilen und sogar DNA-Moleküle zerstören. Gammastrahlen selbst wurden bereits vor einem Jahrhundert entdeckt, ihre Zerstörungskraft allerdings erst neuerdings. Dr. Neil Garrels erklärt, der Durchbruch in der Gammastrahlenforschung kam während des Kalten Krieges. Atomwaffen produzieren Gammablitze. 1963 einigten sich US-Präsident Kennedy und die UdSSR auf das Atomteststoppabkommen. Dieses Abkommen hat jegliche Atomwaffentests über der Erdatmosphäre verboten. Die USA haben eine Reihe von Satelliten mit Gammastrahlendetektoren gebaut, um die Einhaltung des Vertrages zu überwachen. Und siehe da, sie haben Gammastrahlen entdeckt. Aber diese Gammastrahlen kamen nicht aus Russland. Mehrere Satelliten nahmen die Blitze wahr. Sie kamen jedoch nicht von der Erde, sondern aus dem Weltall. Durch die Lokalisierung der Strahlen entdeckten die Wissenschaftler eine der größten Explosionen im Universum. Einen Gammablitz. Gammablitze kommen, was den Energieausstoß angeht, direkt nach dem Urknall. Soweit wir wissen, gibt es keine größere Explosion im Universum. Verursacht werden sie von einer Supernova, der Explosion eines großen Sterns. Der innere Teil des Sterns fällt in sich zusammen und bildet genau in der Mitte ein schwarzes Loch. Und aus diesem schwarzen Loch schießen zwei Energiestrahlen in entgegengesetzter Richtung heraus, wie kosmische Schweißbrenner, Todesstrahlen. Diese Strahlen rasen mit Lichtgeschwindigkeit auseinander. Und die in ihnen gebündelte Energie ist atemberaubend, einfach unvorstellbar. In rund 10 Sekunden setzen diese dicht gebündelten Strahlen mehr Energie frei, als unsere Sonne in ihrer Gesamtlebensdauer von 15 Milliarden Jahren abgibt. Davon gibt es fast 1 Million am Tag. Das passiert die ganze Zeit. Man kann über alles Mögliche reden, über Asteroideneinschläge, Sonneneruptionen, schwarze Löcher im Sonnensystem. Aber ich glaube, es gibt nichts Schrecklicheres als Gammablitze. Alles, was innerhalb von 1000 Lichtjahren auf dem Weg der Gammastrahlen liegt, wird schlicht verdampft. Gut, dass kein Stern nahe genug ist, um unseren Planeten zu verdampfen. Aber selbst die Strahlung eines mehrere tausend Lichtjahre entfernten Gammablitzes kann die Erde noch verwüsten. Und es gibt Anhaltspunkte dafür, dass sie bereits getroffen wurde. Vor hunderten Millionen Jahren waren die krabbenähnlichen Trilobiten noch die Könige der Erde, oder genauer gesagt der Ozeane. Damals kam wahrscheinlich ein Gammablitz nahe genug an der Erde vorbei und hat die Trilobiten und viele andere Lebewesen ausgelöscht. Ein Massenaussterben größer noch als das der Dinosaurier. Gammablitze sind offensichtlich eine Gefahr für das Leben auf der Erde. Aber laut der Prophezeiung verdunkeln sich Sonne und Mond. Wie kann nun ein blendender Lichtblitz die Erde in die Finsternis befördern? Die Antwort liegt 8000 Lichtjahre entfernt. Der Stern heißt WR-104. Ich weiß, ein lustiger Name. Er ist nahe genug, um uns schaden zu können. Und vielleicht zielt er auf uns. Er erreicht das Ende seiner Lebensdauer und er könnte jederzeit explodieren. Was würde geschehen, wenn dieser ferne Stern explodiert? Es gibt keine Vorwarnung. Gammastrahlen sind selbst Licht und bewegen sich deshalb mit Lichtgeschwindigkeit. Da sich nichts schneller bewegt, sehen wir sie erst, wenn sie auf die Erde treffen. Und das wäre die Warnung. Wir würden den Strahl sehen und das war's. Obwohl WR-104 8000 Lichtjahre entfernt ist, kann er verheerende Veränderungen am Himmel auslösen. Eine gewaltige Lichtexplosion könnte uns, wie in den 7 Zeichen prophezeit, in Dunkelheit tauchen.
Ein Gammablitz verändert die Chemie der Erdatmosphäre. Er kann eine dicke rotbraune Smogschicht produzieren, die sich über die Erde legt und diese vom Sonnenlicht abschottet. Dies würde die Erdtemperatur senken und könnte eine Eiszeit auslösen. Photosynthese wäre nicht mehr möglich und alle Pflanzen würden sterben. Die plötzliche Veränderung könnte auch die entscheidende untere Ebene der Nahrungskette auslöschen. Veränderungen im mikroskopischen Leben in den Ozeanen verändern die Basis der Nahrungskette. Würde man in kurzer Zeit das gesamte Plankton vernichten, würde alles Leben sofort enden. Das ganze System würde zusammenbrechen, denn die einzelnen Elemente sind alle miteinander verknüpft. Gefangen unter verdunkeltem Himmel auf einem gefrorenen, sterbenden Planeten. Die Auswirkungen von Gammablitzen wären für Menschen ein Albtraum. Wie der, der vor Jahrhunderten in der Bibel vorhergesagt wurde. Eine Prophezeiung, die für manche die Endzeit bedeutet. Am Ende der Zeit wird Chaos herrschen und alles wird auf dem Kopf stehen. Die Sonne, die einst Lichtquelle war, wird schwarz. Könnte die Bedeutung dieses Umbruchs der bevorstehende Wille Gottes, das Ende der Welt herbeizuführen, sein? Gott wendet sicher nichts explizit Wissenschaftliches an, um es geschehen zu lassen. Aber wenn es ein Gammablitz sein soll, dann benutzt er, was immer ihm zur Verfügung steht. In den Weiten des Alls gibt es keinen Hinweis darauf, ob und wenn ja, wann dies geschieht. Im Universum ist alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit und des Zufalls. Wenn unser Planet zufällig in der Nähe eines großen Sterns ist, der explodiert, war's das. Die Bedrohung dort draußen ist 8000 Lichtjahre entfernt. WR-104 könnte schon explodiert und seine tödlichen Gammastrahlen könnten schon auf dem Weg zu uns sein. So bedrohlich dieses Zeichen auch sein mag, der biblische Marsch in Richtung Apokalypse wird noch schlimmer. Eine Katastrophe, die die Bilder der Hölle selbst heraufbeschwört. Wissenschaftler führen im Yellowstone National Park Messungen durch. Etwas Seltsames geschieht. Könnte dies der Schauplatz einer biblischen Katastrophe sein? Könnte er zu den sieben Zeichen gehören? Und der zweite Engel stieß in die Posaune und es wurde ein großer Berg ins Meer geworfen. Im zweiten Posaunengericht ist die Rede von einem großen Berg, der in den Ozean fällt. Das könnte ein Asteroid sein, aber es fallen die Begriffe Berg und Feuer. Ein aus dem Ozean explodierender Berg, aus dem Feuer ausbricht. Eine der gefährlichsten und zerstörerischsten Kräfte auf Erden. Könnte eines der sieben Zeichen ein Vulkan sein? Ein Blick zurück in die Antike liefert den Hinweis. Die für die Hölle charakteristischen Bilder von Feuer und Schwefel wurden von vulkanischer Magma und Schwefelgasen inspiriert. Wie auch andere Naturkatastrophen sahen die frühen Christen Vulkanausbrüche als Folge von Gottes Zorn. Der Vesuv brach 79 nach Christus aus. Zu der Zeit, als Johannes auf Patmos das Buch der Offenbarung schrieb. Der Ausbruch begrub die römische Stadt Pompeji. Heiße Vulkanasche schloss viele Opfer ein. Erstarrt in ihrem Todeskampf. Viele frühe Christen sahen dies als Gottes Bestrafung des heidnischen Römischen Reichs für die Verfolgung ihrer christlichen Brüder an. Einige nehmen an, ein Vulkanausbruch wäre ein Zeichen dafür, dass Gott die Erde unter Kontrolle hat, dass er diese Naturphänomene kontrolliert. Wir kennen die Kraft der Vulkane heute nur zu gut. 1980 der Mount St. Helens, 1991 der Pinatubo. Diese und unzählige andere Eruptionen haben den Menschen unendlich viel Schmerz und Leid gebracht. Damit aber ein Vulkanausbruch heute als eines der sieben Zeichen anerkannt wird, müsste er von beispiellosem Ausmaß sein. Wenn so ein brennender Berg in den Ozean stürzt, hat dies zur Folge, dass Leben auf dem Planeten Erde zerstört wird.
Gibt es so große Vulkane, die eine Apokalypse auslösen könnten? Forschungsergebnisse bestätigen das. Sie können, wie in der Prophezeiung beschrieben, in den Ozeanen oder direkt unter uns versteckt sein. Das Phänomen heißt Supervulkan. Ein Supervulkan ist ein Vulkan, der bei einem einzigen Ausbruch 100 Kubikkilometer oder mehr Asche ausstößt. Das ist 100 bis 150 Mal mehr Asche, als der Mount St. Helens 1980 ausstieß. Und es gibt einige Supervulkane auf der Erde. Der Taupo in Neuseeland, ein beliebtes Anglerresort auf der Nordinsel. Santorin in der Ägäis, die phlegräischen Felder im Westen von Neapel, wo mehrere hunderttausend Menschen leben. Auf der Erde gibt es mindestens 8 Supervulkane. Aber sie sind schwer zu finden, denn sie haben nicht immer die Form eines Berges. Eine Eruption hinterlässt bei den meisten Vulkanen einen Krater. Ein heftiger Magmaausstoß reißt die Spitze weg. Eine extrem starke Eruption hinterlässt eine sogenannte Caldera, eine strukturiertere, kesselförmige Mulde mit relativ steilen Wänden und einem Durchmesser von mehreren Dutzend Kilometern. Die Spitze stürzt in die ehemalige Magmakammer hinab. In den USA gibt es mehrere Supervulkan-Calderen. Einer der schönsten Orte Amerikas könnte auch eine der größten Bedrohungen darstellen. Yellowstone ist ein großer, 40 Kilometer breiter und 60 Kilometer langer Vulkankrater. Man kann sich kaum vorstellen, dass eine einzige Eruption so viel Magma herausschleudert und ein Tal in eine bisher ebene Landschaft reißt. Genau das geschah beim Yellowstone-Vulkan. Mehrmals. Der Yellowstone hatte 3 sehr starke Ausbrüche von etlichen 100 Kubikkilometern und mehr. Der jüngste vor 640.000 Jahren. Der Yellowstone ist in der Vergangenheit ausgebrochen und er wird auch in Zukunft ausbrechen. Die Frage ist nur, wann? Das Yellowstone-Plateau hebt sich im Schnitt rund 1,5 cm pro Jahr. Und zwar infolge des geschmolzenen Gesteins unterhalb des Plateaus. Wir haben nur nicht genügend Daten, um sagen zu können, ob dies in einer großen Eruption gipfeln wird. Die Daten, über die die Wissenschaftler verfügen, sprechen nicht für einen Ausbruch des Supervulkans Yellowstone. Nicht in den nächsten paar tausend Jahren. Doch wer an die 7 Zeichen glaubt, den überzeugen wissenschaftliche Daten nicht. Wenn es um Wissenschaft und die Bibel geht, habe ich nach genauer Untersuchung noch nichts in der Bibel gefunden, das wissenschaftlich widerlegt werden konnte. In einem sind sich Gläubige und Wissenschaftler einig. Egal ob Prophezeiung oder wissenschaftliche Daten, bei einem Ausbruch eines Supervulkans wären unsere Aussichten düster. Zunächst käme es zu einer Reihe von kleineren Eruptionen. Aufeinanderfolgende Ausbrüche an der Caldera-Peripherie. Sie stoßen ein Loch durch den Caldera-Rand und öffnen die Caldera-Kante, indem das Eruptionszentrum an der Peripherie entlang wandert. In diesem Fall würde der gesamte Boden der Yellowstone-Caldera kollabieren. Eine gigantische Säule heißer Vulkanasche und Gase würde 20 Kilometer hoch in die Atmosphäre schießen. Die Wolke bricht in sich zusammen und ergießt sich in einer Masse heißer Asche über die Erde, zum Teil mehrere hundert Kilometer in Flusstälern entlang. Nichts und niemand in diesem Bereich bliebe von den todbringenden Massen verschont. Von vorangegangenen Eruptionen wissen wir, dass die Opfer einen schrecklichen Tod erleiden. Die Menschen atmen die mörderischen heißen Gase ein und werden von innen gekocht. Die Asche in der Luft würde vom Westwind weggetragen. Die 11 westlich gelegenen Bundesstaaten, einschließlich Kaliforniens, würden von einer Aschedecke überzogen. Der Korngürtel im mittleren Westen der USA, von dem ein Großteil der am Existenzminimum lebenden Weltbevölkerung abhängt, würde zerstört. Das würde zu einer Neuordnung des geopolitischen Machtgleichgewichts führen. Langfristig wäre der Schaden noch schlimmer.
Kleine Vulkanpartikel und Gase würden in der Stratosphäre zirkulieren und das Sonnenlicht von der Erde wegreflektieren. Ein